Ich nehme einfach die hier. Jo. Da hat man auch so eine schöne Ausrede, warum man nicht so schnell rennen kann. Man trägt Hochhacken. Yep. Schwere Kampfausrüstung und Hochhacken. Ja, meine schwere Kampfausrüstung hat auch Hochhacken. Ich weiß. Ich sage einfach nichts dazu. Ich halte mich da Gurgum raus. Und nehme die Nummer 3. I left to okay, und number jetzt 9. nehmen wir die Einladung von Eisenfresse an. Ja, ich lade nochmal ein, um ganz sicher zu gehen. Okay. Oh. Hab sie schon angenommen. Krass. Unglaublich. So, Einstellungen sind alle richtig. So, jetzt müssen wir nur noch warten. Aha, Lowest Joint. So, auf alles schwer. Tee ist lecker. Player Saved Outfit ist angestellt. Meine Stimme ist am Arsch. Und. Okay, Buddy. Let's do this shit then. So, jetzt erstmal alles schön in die Gruppe. Da 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 da. Klopp klopp. Da klingt doch schon wieder jemand. Gut, jemand. Wer ist da? Was geht? Beim. Oh, nicht schon wieder. Hey, Roadman. Bist du so nervös? Das geht. Ja, wir bringen die Cops. Yay, yay. Oh my God, I'm so glad to see you. Wahnsinn, der könnte Walzer tanzen. So wie der sich bewegt. Besonders wie sie alle von ihm weggehen. So. Oh. Ich meine Kralzer, creepy Walzer, weil der so creepy ist. Okay. Okay. Du nickst einfach nur so. Tu mir nichts. Ja, was auch immer. Erstmal das Geld einstellen. Erstmal gucken wir uns an und ja. Aber, Typ. So. Lalala. Jetzt mal wieder auf die Ebene. Lookout, lookout, lookout. Oh. Warte, ich war, hä? Lookout, no? Ach, hier steht auch jetzt auf Englisch. Continue. To be continued. Nice. Perfekt. So, schwere Ausrüstung, Kuruma. Yeah! Ich muss meine. Warte. Da. Unready. Cool. Perfekt. Ready. Hab die falschen Handschuhe. Passt. Passt schon. Immerhin habe ich endlich die richtigen Hosen, aber lauf trotzdem wie ein Typ. Oh Gott. Mit so Hochhacken vor allen Dingen. Ja. Erstmal sich gegenstampfen. Was? Ich bekomme nur 101.000? Schrecklich. Ketzerei. Da habe ich beim anderen ja noch mehr bekommen. Ich weiß gar nicht. Ist das der Fall? Ja, beim davor hätte habe ich 182.000 bekommen. Also ich habe 20, 20, 20 eingestellt. Und wir spielen auf schwer. Seltsam. Ja. Mhm. Wir schaffen das. Ja. Wir schaffen das. Eisen, hast du eigentlich einen Führerschein? Nein, das muss ich noch machen. Okay. Es steht tatsächlich für dieses Jahr sogar an, als Plan. Cool. Jetzt ich bin wir auch, sehr gespannt. Du bist sehr gespannt, wie viele Tote bei meiner ersten Fahrt entstehen. Ich setze auf 3. Eine alte Frau, ein Kind und der Fahrlehrer. Der erste, den du mich überfahren soll, ist der Fahrlehrer. Yep. Aber weißt du, ich kann auch nicht so gut fahren in GTA und ich kann gut Auto fahren. Und ich bin beim ersten Mal durchgekommen. Ich bin froh, ich bin echt froh, dass wir GTA-Fahrkünste kein Maßstab für echtes Fahren sind. Kommt ganz auf die Person an, aber ich glaube, ich fahre genauso schlimm. Achso, warte mal, ich muss ja da drüben hin, ne? Hey, Trevor, Mann! Yo, yo, yo! Hola! Luft, du kannst mal bei Belmo einsteigen. Ah ne, wir müssen auf der Südseite sein. Alles klar. Was jetzt? Hä? Ja. Alter, wir sitzen. Okay. Achso.
Ich platziere mal ganz kurz mein Auto hier so als Deckung. Oder wir können auch im Auto sitzen bleiben eigentlich. Und dann einfach alles erschießen. Ich glaube, ist die Position vielleicht drin? Sind wir in der richtigen? Ja, wir sind auf der richtigen. Position. Die Position ist drin. Komm rein. Ja, ich kann das auch. Ja, jetzt steigt sie aus, okay. So, wir bleiben einfach im Auto sitzen, wir schießen alles, was gleich noch ankommt. So. Okay. Und danach müssen wir die Trucks nehmen, die hinter uns stehen, oder wie? Genau, zwei nehmen die Trucks und die anderen beiden, also Wolof und ich, nehmen dann den Technical. Okay. Ach, Trevor hält seine Rede. Huh? Feuer! Lalala. Okay. Ach, guck mal da hinten. Hi. Erstmal hupen. Oh. Oh. Nicht schon wieder. So, jetzt kommen sie wieder an. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Oh, da fahren jetzt ihre eigenen Leute. Ja, die sind da weg. Alter. Sie sind sehr, sehr liberal drauf, was das angeht. Das Interessante ist, die spawnen einfach direkt vor uns. Ja. So, lass das mal. Guten Tag, die Herrschaften. Lass das, danke. So, ich fahr kurz die Wand zur Seite. Achso, das so sollte heißen, jetzt müssen wir einsteigen. Ja. Sekunde. Achso, du gehst in den hinteren, dann geh ich in den vorderen. Ja, bei Luke sitzt da schon drin, deswegen. Warte, wo genau muss es jetzt hin? In den Technical. Sekunde. Achso. Oh Gott, Sekunde. Oh. Wir haben halt auch ein bisschen Zeit. Also, ich gehe ein bisschen zurück. So, Luft, steig unten oben auf. Und ihr könnt schon mal losdüsen. Okay. Let's have some fun. Eisen, dein Auto stand irgendwie im Weg. Das stand ja nicht so sehr im Weg. Ey, ihr müsst da nicht lang. Ihr könnt einfach hier so auf der... Eisen. Ach, Wasser. Die Fahrzeuge können Schaden nehmen. Ich nehme den sicheren Weg. Ich fahr Bermo einfach hinterher. Tu das. Das ist eine gesunde Idee. Kommen die von hinter uns? Ich wollte noch erwähnen übrigens, dass meine Legs gerade schlimmer sind als gestern. Das ist ja perfekt. Zur Info. Du darfst einfach nur nicht sterben. Und dafür sind sie da. Luft, die Hubschrauber. Ja, ich bin sehr gespannt, ob ich das hinkriege. Ich sehe nämlich gerade gar keiner. Ah, da hinten. Fahr mal ein bisschen weiter. Drück mir die Daumen, Leute. Tun wir. Alle 10. Scheiß Brücken. Hubschrauber kommt von rechts. Hubschrauber Einsatz. Überfleucht rechts, Hubschrauber. Er schießt auf mich. Ja, ich weiß. So. Nice shot. Alter, hör auf, dich abzudrängen. Boah, ist der dumm. Macht er. Ich geh dir mal ein bisschen Schub. Wer mal hinter dir ist so ein komisches Auto. Nehmen wir den Schaden. Hast du es gesehen? Ja, der wollte mir Schub geben. Der war freundlich. Ja. Und jetzt tritt er wieder auf die Bremse. Ich raste aus. Was? Wer schießt auf mich? Die schießt auf mich. Fall, danke. Und jetzt seid ihr dran. Die Mother Pieper. Mother Pieper. Hey Leute. Ciao Leute. Luft. Schieß die Leute raus aus dem Wagen. Oh Gott. Die machen selber Unfälle hier. Ich sehe die Wägnis. Die machen selber Unfälle hier. Scheiß. Ja, denn die haben die angewandt, sich vor unsere Leute... Das sind die Grünen, oder? Ja. Also alles, was grün ist oder lila, kann sterben. Grün oder lila, okay. Und alle Motorräder. Die meisten einfach aus Prinzip, stehen die einfach nur rum. Oh Gott, kannst du nicht fahren? Mann! Die haben halt die Angewohnheit, sich vor unsere Trucks zu setzen und dann die Leute rauszuschießen, wenn man sich nicht wehren kann. Ja, ich hab den umgefahren. Das funktioniert.
Auf die Tür mitgenommen. Weißt du, was voll gut ist? Was denn? Ich habe Trevor mit dem LKW sitzen. Gut, dann bist du sowieso sicher. Alter, da ist einer. Ich weiß nicht, welcher Wagen das ist. Sag mal, ist ja normal, dass der so langsam fährt, oder könnte ich vielleicht schneller fahren? Oh, Motorrad. Ich glaube, das mit der Langsamkeit ist normal. Okay. Motorradfahrer! Was immer du vorhast, lass es. Wo sind sie? Da! Oh, scheiße, sind da viele. Nicht mehr. Aber es funktioniert momentan alles ganz gut. Ja. Bisher. Mist! Oh shit! So viel dazu? Oh shit! Das kriegen wir hin. Gar kein Problem. Ja, easy. Trevor, brüll doch nicht so. Oh, das ist nett, dass du mir vor die Karre fährst. Lalala, wir dürfen unsere Trucks nicht vergessen. Okay, okay, wo? Oh nein, oh Gott, Flo! Alter! Lasst ihr das bitte? Danke. Es ist ein bisschen schwierig, die Trucks zu überholen. Oh. Unser Wagen kommt echt nicht darauf klar, Leute zu überfahren. Deswegen versuche ich, die auch zu überfahren. Okay, der ist weg. Da vorne! Luft! Oh. So ein Transportwagen. Oh. Ah! Okay, alles gut. Ja, schießt auf mich, ist in Ordnung. Tschüss. So, jetzt die Kurve nehmen. Alter, sind das viele. Ja. Oh Gott. Ich hab sie falsch eingeschätzt. Oh Gott, okay, okay. Sagst du, dass deine Gesundheit irgendwie kritisch wird, Luft? Nee, ich hab eine Panzerung voll. Also fast voll, also so ein bisschen angekratzt. Alles gut. Also mir wurde die Panzerung komplett weggeschossen. Kurios. Mir auch fast. Hallo, Lost. Tschüss, Lost. Aber das geht. Kann ich mich eigentlich ducken, wenn ich, Ja, aber es wird es vielleicht ein bisschen problematisch machen. Also du kannst, mit X kannst du dich ducken im Truck. Aber ich glaube, die verfolgen uns jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Oh, Riasse. Ja, 3 Minuten. Und 41 Sekunden. Für 700 Meter. Das passt. Locker. Echt? Oh. Perfekt. Ja. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass sich der Truck gleich irgendwo aufbockt. Dann haben wir es geschafft. Das kann ich nicht garantieren. Ich weiß nie, was passiert. Da vorne ist eine Brücke. Die müssen wir jetzt überqueren. Ganz vorsichtig bei dieser Brücke. Brücken sind furchtbar. Perfekt. Ganz smooth. Ich bin hier. Yay. Und wir haben es geschafft. Fast. Pass auf, vielleicht trifft Bärmus Leuchtpistole einfach irgendjemand, explodiert tot. Ja, und alles von vorne. Achso, ich muss da hin. Yo. Yes. Was geht? Yo, Trevor. High five, guys. Schon wieder die Einzige, die keinen Helm anhat. Ich hab grad keinen Helm auf. Ich hab grad keinen Helm auf. Okay, offen hat man aber bis jetzt keinen Helm auf. Okay. Was hat denn der für ein T-Shirt an? Oder ein Top? Ein cooles. Vor allem die Person ganz links, die drauf ist. Hier, hast du einen Sack voll Geld. Love Fist. Aha. Ja, und du sollst dir vielleicht mal eine Frisur kaufen. Yo, it's Phil. It's good to meet you finally. Hey. Trevor, hey? So we're gonna do this or we're gonna have a circle jerk? Or both. Whatever you want. Der hat ein cooles Tattoo am Hals. Cut here. Good. Can I see? Can I see? The money. Yeah. Sag Klaus. All right. So,
the bar. There is the money. Hand me the cocaine first. What? The cocaine you are selling me. Excuse me? Are you selling me cocaine, Mr. Phillips? Why do you keep saying that? Hmm? And how is it that you know my name? Fucking Mark! You are under arrest for trespass. Total intelligent. Er hätte den Kopf auch mitnehmen können. Ja. Nun weint er. Bestanden. Yeah. Ich hab Platin bekommen. Oh shit, Louf. Setzt Louf an eine Minigun und sie macht das mal Platin. Ja. Zeit? Nein. Ja. Das haben wir. Yeah. Aber wir waren schneller als gestern, oder? Ja. Im Moment, nee, gestern war es das andere. Ist aber auch ein kürzeres Finale. First time Bonus. Yeah. Außerdem haben wir gestern auch den ersten Teil. Außerdem haben wir gestern auch den ersten Teil hier für den ersten Teil der Vorbereitung hierfür gemacht. Rasierpunkte. Achso. Stimmt. Oh ja, wir haben sie richtig rasiert. Oh ja. Vulva. 300.000. Was hat... No. Oh, das ist schon irgendwie tragisch. Er wollte nur ein internationaler Drogendealer sein. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht. Ich mich auch. Ich habe mein Geld bekommen, alles gut. Erstmal alle schon die Kohlen einzahlen. Hm. Meine 300.000 verliere. Boah, ich habe voll die geile Wunde am Arm, guck mal. Sekunde. Deposit 202.000. Ich muss auch mal kurz mein Geld einzahlen. Deposit, ja genau. Okay, warte. Wo ist die Wunde am Arm? So. Links. So. Da. Nice. Ich hab auch eine im Ellbogen, aber nicht so wie du. Dann geht's zum letzten Heist. Dann geht's zum letzten Heist. Ach fuck, das war ja geheist. Oh, stimmt. Ich dachte, das wäre eine Vorbereitungsmission. Nein. Upsi.